Moin und herzlich willkommen zurück zu GeoGuessr. Nachdem wir die erste Runde hinter uns gebracht haben, also das erste Spiel, war ich überrascht, wie gut es angekommen ist. Das hat mich richtig gefreut. Und jetzt steht die zweite Runde an. Und ich hatte zwei Überlegungen, was man machen könnte für die zweite Runde. Entweder man grenzt es ein bisschen mehr ein und guckt vielleicht sich in Deutschland spezieller um, dass man da eine Karte nimmt. Oder man geht den umgekehrten Weg und erkundet die ganze Welt. Ich wollte auf jeden Fall irgendwas anderes machen. Und ich habe gedacht, es wäre vielleicht interessant, wenn man einfach mal die ganze Welt nimmt. Denn da kann es ja auch passieren, dass Deutschland drin vorkommt. Wieder ein Spiel pro Tag. Aber das macht nicht so viel. Viel mehr kann ich sowieso nicht aufnehmen. Und so Einstellungen will ich auch keine vornehmen. Also können wir direkt loslegen. So. Das sieht schon mal nicht europäisch aus. Ich tippe jetzt erstmal auf Amerika. So, also ich gebe mir wieder 20 Minuten Zeit, um hier einen Hinweis zu finden. Das Problem ist nur... Ja, in welche Richtung gehen wir am besten, um jetzt hier irgendwie was zu finden? Da scheint erstmal nicht viel zu kommen. Also sieht sehr flach aus, es sieht amerikanisch aus, da ist ein Schild. Ich erwarte jetzt aber nicht so viel von dem Schild. Was steht denn da? Bridge may ice in cold weather. Also, es ist auf jeden Fall nicht so, dass hier immer heiß ist. Es ist ja auch mal kalt. Und es ist englischsprachig. Also ich tippe mal auf die USA. Und hier ist irgendwo eine Brücke, oder was? Aber wo? Da ist noch ein Schild? Oder war die Brücke schon? Und die war irgendwie nur so ganz... Ja, das war die Brücke. Das war eine Brücke? Moment, da war noch ein Schild. Kato Draw. Keine Ahnung. Das sagt mir jetzt erstmal nichts, aber hier... Achso, hier ist... Das ist eine Brücke, ja. Ah, da können dann vielleicht Tiere drunter durchklettern. Kato Draw. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber ja, hier steht auf jeden Fall auch, hier ist ein Fahrzeug. Können wir uns den genauer anschauen? Oh, das ist aber schön geworden, das Bild. Pipeline Services. Excellence every project every day. Also, was steht da oben drauf? NRCon. Ja, aber sonst steht hier nichts drauf, was ich jetzt hier erkennen würde oder zuordnen könnte zu irgendetwas. Da ist nochmal ein Schild. Gucken wir uns von der anderen Seite an. North. Heißt es, da geht es in den Norden oder was? Wäre das ein Hinweis? Ich weiß es nicht. Da war wieder so eine Brücke, wenn ich das richtig gesehen habe. War da noch ein Schild? Ja. Was steht da? Utility work ahead. Also so. Utility ist so Nutzfahrzeugzeugs da. Ich weiß, Utility Vehicles sind Nutzfahrzeuge. Vielleicht so eine Art Baustelle, sowas in der Art. Aber das haben wir ja in der Richtung jetzt nicht direkt gesehen. Wann kommt denn hier mal eine Siedlung? Also das könnte schwierig werden. Ich wäre froh, wenn ich überhaupt mal den Start rausfinde, wo wir sind. Das wäre schön, wenn wir zu einer Siedlung kommen würden. Was ist da? Da ist irgendwas. Sieht aus wie so ein Silo oder sowas. Da sind Strommasten. Ein Umspannwerk oder was? Wäre schön, wenn hier auch irgendwo eine Siedlung wäre. Da ist nochmal ein Fahrzeug. Ist das der von vorhin? ECSL Access. GPS irgendwas. Zeugs. Nummernschild kann man nicht erkennen. Es ist ein Ford, ja schön. Und da hinten ist irgendwas, sind irgendwelche Leute am Arbeiten. Das ist ein Bagger. Und Leute mit gelben Westen oder so. Damit meine ich keine klassischen Gelbwesten. Ich denke nicht, dass die hier viel verloren haben. Ja, diese Fahrzeuge, die ich da eben gesehen habe. Ich glaube, die helfen mir auch nicht viel weiter.
Die bewegen sich ja auch mit, ne? Man kann ja nicht einfach hingehen und sich die genauer angucken. Ach ja, wenn hier doch mal was kommen würde. Das ist nochmal ein LKW. So, hier haben wir doch mal einen Hinweis. Ach, Speed Limit ist es einfach nur. Speed Limit 65, ja schön. Da ist nochmal ein LKW. Ach, wenn da doch mal eine Siedlung kommen würde. South. Ja, dann sind das wohl die Himmelsrichtungen. Da geht's nach Norden, da geht's nach Süden. Dann wissen wir schon mal, in welche Richtung. Hier steht was mit 285. Ist das irgendwie diese klassische Route in den USA? Haben die diese Schilder? Nee, das sah auch anders aus. Die hat noch... Ah, hier. Hier ist eine 287. Ich weiß halt nicht, nach welchem System die nummeriert sind. Aber hier steht 285. Das ist die 385. Auf jeden Fall... Hier ist die 81. Wird es ja nicht ganz so krass heiß werden in der Gegend. Oder zumindest kalt im Winter. Davor hat ja das Schild gewarnt. Das kann man vielleicht mit in die Überlegung mit einfließen lassen. Hier sieht 283. Brauchen aber eine 285. Vielleicht merke ich mir das auch einfach mal. Hier sind 283. Ich meine, ich hätte auch eben andere Zahlen gesehen. 87, 83. Dann bräuchte mir noch das, was genau dazwischen käme. Aber ich weiß halt nicht, nach welchem System die nummeriert sind. 81. Die 385. Wir bräuchten einfach eine 285. Ich suche vielleicht einfach mal weiter. Vielleicht kommen wir irgendwann... Ich hätte es halt ganz gern, dass wir irgendwo zu einer Siedlung kommen. Denn Siedlungen machen es deutlich einfacher. Deutlich einfacher. Sind wir in Texas? Farm Road 1776 JCT. Das ist auf jeden Fall die Umrisse von Texas, das weiß ich. Hier ist Texas. 285 von Nord nach Süd. 287. Ich weiß halt leider auch nicht, was JCT heißen soll oder Farm Road. Ist Farm Road der Name der Straße? Wobei, die hat doch eigentlich eine Nummer, oder? Oder beides? 87, 81. Ja, wie sucht man das denn am besten, solche Straßen? 290. 81 wieder. Zu tief dürften wir eigentlich auch nicht sein, ne? Oder hier ist eine 285, aber das ist eine andere Art von Schild. Ich glaube, das ist eine andere Art von Straße dann. Vor allem verläuft die ja von West nach Ost oder so. Wir bräuchten eine, die von Nord nach Süd verläuft. Ja, also ich gehe einfach mal davon aus, wir sind in Texas. Das so und sah, dass das Schild hat es für mich ausgesagt gerade. So, hier ist Exit. Okay, können wir da irgendwie runterfahren? Nein, können wir nicht. Hier wird anscheinend Öl gebohrt. Ist auch interessant. Do not enter. Das ist an die andere Spur, genau. So, hier steht wieder Bridge may ice in cold weather. Genau. Also kann ja durchaus auch mal frieren. Aber hier ist auch nichts, wenn man da abfährt, ne? Da scheint nichts zu kommen. Oder? Was ist hier sonst? Kann ich da runter? Da kann man nicht hin? Anscheinend nicht. Kommen wir nicht runter von dieser Straße? Das ist aber schade. Nee, sieht nicht so aus. Hier sind wieder diese Schilder mit Texas drauf. Also wir sind wohl in Texas. Schön, aber Texas ist groß. Das ist der Haken an der Sache. Wenn hier auch eine Siedlung kommen würde. Ja, wieder das Schild mit Bridge May Ice in Cold Weather. So, was haben wir hier? Exit, okay. 285 North. Jo. Ist jetzt auch nichts Neues.
Da steht sonst auch nichts. Was steht hier? Courtney Creek. Das ist ein Gewässer, denke ich mal. Courtney Creek ist. Creek ist ja so ein Bach. Huch, was war das? Da war noch ein Schild. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Hier. Fort Stockton, 14 Meilen oder sowas. Ist die Frage, wo ist Fort Stockton? Ich weiß halt auch nicht, ich kenne Fort Worth, aber ich kenne nicht Fort Stockton. Ich weiß auch nicht, halt auch nicht, wie groß das dann ist. Fort Stockton. Und eine 285 würde ich auch ganz gerne finden. Also Fort Stockton haben wir jetzt noch. Wüsste ich jetzt aber nicht, wo ich suchen sollte. Aber okay, 14 Meilen oder was? Dann kommen wir zu einer Siedlung. Das wäre immerhin etwas. Aber es kann eine ganze Weile dauern. So, Speedlimit 75. Wenn ich es richtig gesehen habe. Sonst wird da wahrscheinlich nichts Interessantes sein. Ist auch noch irgendwas mit Speedlimit. Nee. Versuche mich mal ein bisschen schneller zu bewegen. Da kommt ja nichts Interessantes auf den Schildern sonst noch. Ach ja. Also Fort Stockton. Die 285 ist wahrscheinlich in Texas. Was ist hier? Adopt a highway next 2 miles. TDCJID Fort Stockton Unit. Wieder Fort Stockton. Ich weiß halt nicht genau, wo Fort Stockton ist. Wenn ich es wüsste, wären wir ein ganzes Stück weiter. Aber es wird wahrscheinlich irgendwo in Texas sein. Ich gehe nämlich davon aus, dass wir in Texas sind. Aber wo? Und wie nah muss ich ranzoomen, um das zu finden? Ich meine, die 285 zu finden wäre auch ganz schön hier. 287 sehe ich, aber keine 285. Ich glaube, selbst wenn wir eine Siedlung finden würden, würde mir das nicht sehr viel weiterhelfen, weil ich einfach dieses Fort Stockton finden müsste. Oder die 285, aber ich finde beides nicht. Da steht ein Container, aber der würde uns wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen. Hier irgendwas? Vielleicht ist Fort Stockton auch wirklich nur eine ganz kleine Siedlung. Ich weiß gar nicht, wie weit diese 14 Meilen, die ich vermute, die es sind, wie weit die weg sind. Aber gut, das wird wahrscheinlich keine richtige Ortschaft sein. Das sind nur so ein paar Billo-Hütten. Ah doch, sieht schon recht trocken aus, ne? Also wir könnten da schon recht südlich sein. Was haben wir hier? Greasewood Road. Die Fettholzstraße. For sale. Ah ja. Ah, da kann man auch rein. Anscheinend. Können wir uns genauer angucken. Da haben wir so ein paar, ja, Wellblechhütten. Schön. Schön. Aber hilft uns das weiter? Wenn ich diese 285er Straße finden würde. Das würde uns so ungemein weiterhelfen. Aber ich finde nur die 87 und die 83. Das ist das nächste, was ich gefunden habe. 87 ist hier wieder. Und wenn die 87 hier ist, dann kann doch die 85 nicht so weit weg sein, oder? Ich kenne das System halt leider nicht. Ah, ist das ärgerlich.
Moment, wir wollten in Texas bleiben. Da ist Louisiana. 83, 287, 283. Aber genau das, was genau in der Mitte liegt, das finden wir nicht. Ich glaube, was mit Creek. Aber Creek ist ja auch nichts Ungewöhnliches an sich. Ist ja einfach nur das Wort für Bach. 285. Fort Stockton. Hier Fort Stockton. Ich habe Fort Stockton gefunden. Okay. Die Straße verläuft von Norden nach Süden und Richtung Süden ist Fort Stockton auf dieser. Dann waren wir wahrscheinlich hier auf dieser Straße. Wenn wir in die andere Richtung, das ist die Frage, wenn wir in die andere Richtung gehen, kommt dann Pecos. Dann sind wir nämlich vielleicht genau hier irgendwo. Ich glaube, ich spring mal zum Start. Wenn ich jetzt wüsste, in welche Richtung ich gegangen bin. In welche Richtung war ich gegangen? Nee, ich glaube, ich war in der Richtung. In der Richtung unterwegs. Ich gehe in die Richtung jetzt. Wir werden sehen. Vielleicht komme ich nochmal zum gleichen. Aber ja, dann müsste Pecos auf der anderen Seite sein, irgendwie. Ja, es sind wieder diese gelben Schilder, die kenne ich mittlerweile. Was war hier? Oder ist es nochmal genau das, wo wir eben waren? Koyanosa Draw. Wenn wir irgendwo hier näher reingehen. Pecos. Das kommt mir jetzt alles nicht bekannt vor. Wenn wir uns in der anderen Richtung bewegen. Mendel Road. Wir haben doch Greasewood Road. Vielleicht finden wir die irgendwo hier. Hier stehen auch keine Straßen. Also nicht überall Straßennamen. Vielleicht waren wir ja. Waren wir an dieser Kreuzung? Ich meine, wir wären an dieser Kreuzung gewesen. War da nicht irgendwas, diese Zahl 1776 oder so? Gomez Road. Gomez. Greasewood Flats. Wir waren bei Greasewood Road. Das war doch ganz in der Nähe. Das heißt, es muss hier irgendwo gewesen sein. Hier steht kein Straßenname dran. Okay. Also ich glaube, wir waren an dieser Kreuzung und haben dann hier davon gestartet irgendwo. Aber hier steht halt sonst nichts dazu. US Highway 285. Schön, schön. Halcon Resources Huckberry Draw Office. Hier steht Koyanosa Draw. Keine Ahnung. Hier steht wieder nichts dabei. Bei dieser Straße. Ja, dann bleibt mir nicht viel anders übrig, als einfach irgendwo auf diese Straße zu tippen. Weil ich sonst keine Anhaltspunkte wüsste. Ich muss mal kurz. Da hat mir gerade eben was das OBS-Fenster verdeckt. Muss die kurz rausklicken. Aber ja, ich werde auch gleich den Tipp abgeben. Ah, hier ist dann sonst nichts an dieser Straße, ne? Mendel Road. Moment, das habe ich aber nur hier gelesen, in diesem. Auf der Karte, ne? Nicht hier. Habe ich nicht irgendwo hier gelesen. Dann steht hier einfach nichts dran. Was ist das? Pecos. Was? Klanti Mining? Ich weiß nicht. Gravel Sand, Topsoil. Pecos. Da war doch irgendwas mit Pecos. Pecos hieß die Ortschaft, die auf der anderen Seite dieser Straße war. Aber war da sonst irgendwas? Also wir sind auf der richtigen Straße. Auf der einen Seite Fort Stockton, auf der anderen Seite Pecos. Aber sonst sehe ich halt keine Anhaltspunkte. Ja, also irgendwo auf dieser Straße, ne? Das ist.
wird es wohl sein. Was ist, weiß ich, vielleicht hier irgendwo. Das wäre mein Tipp. Will ich den schon abgeben? Ich wüsste halt nicht, wo ich jetzt sonst noch irgendwelche Anhaltspunkte herkriege. Vor allem, weil auf diesen Straßen ja auch ewig lang nichts kommt, ne? Ich glaube, ich gebe einfach meinen Tipp ab, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich noch genauer guessen könnte. Dann würde ich es einfach dabei belassen. Ja, ich glaube, das bringt jetzt nicht viel, so weiter zu suchen. Dann, ja, wir sind hier irgendwo auf dieser Straße zwischen Pecos und Fort Stockton. Ich habe jetzt einfach hier hingetippt, weil ich glaubte, wir waren vorhin an dieser Kreuzung. Aber halt sind da irgendwo davor gestartet. Deswegen klicke ich mal hier hin. Ja, aber es ist halt eine ewig lange Straße ohne irgendwas, ohne irgendwelche Anhaltspunkte. Und dann sind hier noch nicht mal die Namen der Abzweigungen immer dran geschrieben. Also ja, gut. Dann ist das mein Guess. Mal schauen, wie wir abschneiden. 7,2 Kilometer. Naja, immerhin. Aber ja, es war. Den Rest habe ich. Also, was ich erkannt habe, habe ich richtig erkannt. Und der Rest, das war einfach aus Ermangelung an Anhaltspunkten. Aber ja, gut. Ich bin einigermaßen zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Straße noch irgendwann finde. Ja, gut. Dann, was das für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eure Meinung da oder was ihr sonst noch gerne sehen würdet in diesem Projekt. Oder auch andere Sachen, wie auch immer. Ist ja immer gut zu wissen. Und oder was eure Gedanken vielleicht auch waren. Wie ihr da rangegangen wärt, das würde mich halt auch interessieren. Was ich für die Zukunft besser machen könnte oder sowas. Oder einfach, was ihr so gedacht habt, wo wir vielleicht waren. Oder so. Naja, gut. Wie auch immer. Wie gesagt, danke schön fürs dabei sein und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder bei der nächsten Runde. Bis dahin. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Da schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.